Willkommen zurück zu Pokémon Keramik und hier Azarela voraus. Achtung, nicht zu Fuß erreichbar. Okay. Hier in der Azarela-Grotte versuchen wir jetzt zu unserem 7. Arena-Orden zu gelangen. Und ich habe ein bisschen Angst, was uns hier erwarten wird. Ist auf jeden Fall eine riesige Höhle hier. Die, wie ich finde, von den Texturen her jetzt nicht ganz so säuberlich toll aussieht, aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Und hier ist eine... Hi, ich schreibe mir die kurz und gehe wieder. Irgendeine Tem war das, glaube ich. Ja, die war ja auch noch ganz kurz zu sehen. Okay. Da müssen wir doch irgendwie hochkommen. Vielleicht von hier. Oder wir sind einfach unsichtbar. Kommen wir überhaupt lang? Hier müsste es hochgehen. Ja, hier geht's hoch. Hier können wir hochjumpen. Den Sprung schaffen wir. Und hier ist es eisig. Und ist das Eis? Wasser. Das scheint hier Wasser zu sein, aber sieht komisch aus. Sieht eher aus wie Eis als wie Wasser. Aber na gut, hier müssen wir ein bisschen klettern können. Reflex, Mediti, Vitalis. Viele Kampf-Pokémon. Und der Dude hier meint wohl, er könnte meine Zukunft sehen. Dann lass ihn uns besiegen. Ich würde schon gerne meine Zukunft erfahren. Elektroball-Pock. Wunderbar. Oh, da sieht man auch schon vom Level her, dass wir jetzt hier richtig sind. Denn er ist schon ziemlich hoch gelevelt, könnte man so sagen. Leider habe ich immer noch nichts wirklich gegen ein Elektro-Pokémon. Aber das sollte uns nicht daran hindern, ihn jetzt hier down zu machen und zu besiegen. Wie es rumschreit, wie es lustig. Find die Animation funny. Okay, Flammenwurf sollte doch wohl reichen, oder? Oder? Was hat er da vor? Bam! Ey! Wie, du willst mir sagen, das reicht nicht? Ist Elektro war wirklich so ein starkes Pokémon? Also, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht liegt es auch einfach nur am Levelunterschied, weil das nicht so riesig ist. Auf jeden Fall jetzt ist down. Und die Höhle sollte nicht so lange sein. Zumindest wirkt sie auf mich nicht so groß. Also von der Höhe vielleicht, aber von der Länge bestimmt nicht. Du schaust überall hin. Das ist deine Feuersage. Nein, ich möchte dich jetzt nicht fangen. Nein. 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 Er verfolgt mich. Hilfe. Schnell weg hier! Ich gucke mir hier gerne mal die Pokémon an, die hier so spawnen. Denn hier haben wir zum Beispiel ein blaues und ein gelbes Reflex. Die sind nämlich beide etwas unterschiedlich. Ich glaube, der Unterschied ist da bei den Stats. Bin mir aber jetzt auch nicht sicher. Ich hatte es... Ich glaube, nur einmal kurz im Team gehabt und dann nie wieder. Also ist schon auch lange her. Wir scheinen aber auf jeden Fall in der Nähe zu sein in Azarela. Darum wir lang. Und der kleine Junge hat sich verlaufen. Er weiß nicht, wo er ist. Ich bin einem Pokémon nachgejagt und jetzt finde ich den Weg nicht mehr raus. Naja, es gibt da so eine dreistellige Nummer, die könntest du anrufen, wenn du dich nicht mehr. Wenn du dich verlaufen hast und nicht mehr weiter weißt. Weiß aber nicht, wie gut der Empfang hier in der Höhle ist. Sonst direkt unter mir war ein Erwachsener. Red einfach mit dem. Das sollte auch klappen im Normalfall. Aua, was soll denn das? Hä? Was sind Probleme, Umut? Das sorgt mir meine Lebensenergie aus. Das geht aber zu weit hier. Rollende! Bams! So. Omot ist ein Käferflug-Pokémon. Soweit ich weiß.
Also Feuer sollte sehr effektiv sein, aber dann der kleine Junge hat sich doch ein zweites Pokémon. Hoffentlich nichts Krasses, nichts Heftiges. Werden wir aber noch herausfinden. Forstelka! Oh oh, das macht zack, 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 bumm. Das macht bumm, bumm, oha. Wie metallig und stahlig das Ding aussieht mit den Texturen. Oh, es hat Robustheit. Oh, oh. Okay, okay. Okay, gut. Das setzt kein Finale ein. Genau, Fluch ist nämlich eine Attacke. Alle Pokémon machen das, was Forstelka das gerade macht. Außer es ist ein Geist-Pokémon. Denn Geist-Pokémon haben da eine ganz andere Fähigkeit mit, die wir in einer der letzten paar Folgen gesehen haben. In der Geist-Arena. Wo ich jetzt irgendeinen Grund gedacht habe, bin drin, dass wir eine Eis-Arena, wo es gar keinen Sinn gemacht hat. Ich finde ja nicht mal den Weg zum Sieg. Tja. Jetzt solltest du erst recht zum Pokémon-Center rennen, du. Jetzt solltest du es erst recht tun. By the way, dieses Feature, dass man hier Pokémon anvisieren kann, so, dass sie für einen angreifen und kämpfen und alles. Ich benutze das zwar nie, also ich habe ja gesagt, ich fand es eigentlich cool, interessant, aber irgendwie benutze ich es nie. Wie seht ihr das? Benutzt ihr das ständig? Oder benutzt ihr das auch kaum so wie ich? Ich sollte es vielleicht ein bisschen öfter benutzen, vor allem so offscreen. Hä, Stefan, seht ihr denn hier? Einfach gespawnt vor meinen Augen. Okay. Dann spawnt halt so viel ihr wollt. Okay, wir sollten jetzt eigentlich in der Nähe sein vom Ausgang. Ich weiß aber nicht, wo der Ausgang ist. Zu Beerus, weißt du es? Nein? Okay, das ist schade. Aber vielleicht warst du es ja. Hoi! Die Schatzsuche macht so viel Spaß! Okay. Da hat jemand sehr viel Spaß an unserer Akademie-Herausforderung, die Schatzsuche. Meine Schatzsuche wird... Okay, Boden. Meine Schatzsuche wird es sein, hier alle Orden oder generell alle Punkte besser zu sein. Genau, zu sein, hier alle Punkte abzuarbeiten. Und wenn ich dann hoffentlich in der Liga akzeptiert werde, nicht so wie in der letzten Folge. Mantidea ist, glaube ich, ein Pflanzen-Pokémon. Hätte ich natürlich rausflutschen sollen. Hätte ich auch, ja. War nicht so klug. Ah, falsch. Akrobatik. Bah. Oh, es stirbt nicht. Oh, es hat aber keine Pflanzenattacke. Au, oh, es kürtet aber trotzdem. Oh, aber jetzt ist es zumindest down mit Akrobatik. Bam. Yay. Wunderbar. Wunderbar. Verlieren macht aber keinen Spaß. Ach du, verlieren ist Teil der Erfahrung. Teil der Schatzsuche. Da oben ist eine Fackel. Ich habe schon mehrere Fackeln gemerkt, dieser Höhle. Ich weiß nicht, ob die irgendwas zu bedeuten haben. Das kann ich euch nicht erzählen. Das weiß ich nicht. Hier gibt es aber sehr viele Items. Also wirklich viele Items. Come on, wo ist denn der Ausgang hier? Wir müssen ja eigentlich schon längst draußen sein. Was schlägt Wasser nochmal? Hä? Findest du die Wechselwirkung zwischen den Typen auch so kompliziert? Ein bisschen. Aber was Wasser schlägt, ist doch easy. Pflanze, Hektro, ne? Und Primano ist ein süßes Pokémon. Ist ein süßes Pokémon. Was jetzt gerade down gehen werde, Maus. Baum, baum, baum. Als ob wir noch nie gegen einen gekämpft haben, ehrlich? Faria? Okay, das Ding ist Typ Fee. Ich glaube, wir haben noch nichts gegen Typ Fee. Und ich glaube, das Ding ist sogar Typ Psycho. Das könnte sein, dass es Typ Psycho ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Möglichkeit. FIFA da. Ich lasse trotzdem Beladungsstoß ein, denn Belly Boy hat schon lange keinen Auftritt mehr hier gehabt. Der kann auch mal wieder kämpfen. Und er macht da so oder so viel Damage. Vor allem wegen der Fähigkeit Dynamo.
wird er alle zerstören. Yeah, yeah, yeah. Guck mir gerne alles an, während man hier kämpft. Die Animation. Yeah. Ist das ein Grafikfehler? Schaut mal an den Seiten von dem von Bellybolt. Das sieht aus, wäre die Textur nicht richtig geladen. Das sieht komisch aus. Gardevoir! Ein Psycho-Fee, genauso wie Primaro. Ah, hm. Ah. Da können wir Farigia reinsetzen. Wegen Knirscher. Aber ich finde das lustig, wie die Pokémon hier einem zuschauen. Jetzt zum Beispiel auch dieses kleine Viech da. Das Gardevoir! Schweifrüstung von Gardevoir wirkt. Aber ich habe auch Schweifrüstung, glaube ich. So, please kill this mit 2 Shots. Damit wir nicht zu lange hier sitzen. Ich schon zu lange hier in der Höhle, wie ich finde. Riffax weiß nicht, wo er lang gehen muss. Er geht die ganze Zeit gegen die Wand. Seht ihr den? Er geht die ganze Zeit durch die Wand. Was muss ich machen? Hier lang. Nein, dort nicht. Hier lang. Nein, auch nicht. Verdammt. Oh, der arme Riffax. Er ist doch stuck in der Ecke. Nam. So. Während Gardevoir sich da die ganze Zeit bufft. Und es gar nicht zum Angreifen kommt. Geht's auch schon schneller als man denkt. Down. Ja, Riffax, wir sind schon im Kampf. Du musst warten. Stell dich bitte hinten an, ja? Sei brav. Da hinten ist immer auch exakt gleich. Als wäre er so programmiert, so zu sein. So scheint es ja keine Probleme zu haben. So, bitte sag mir, hier ist der Ausgang in der Nähe. Ich würde hier wirklich gerne jetzt raus. Wow, wie kaum mal das hier aussieht. Das sieht cool aus. Also wirklich, die Pokémon sehen cool aus. Texturen sind so meh. Aber Pokémon... Ah, unsichtbar. Warum fliegen? Das unsichtbare Bordmobil! So sieht das gerade aus. Ja. Was auch mal ich sagen wollte. Ich glaube, wenn wir hier den Fackeln folgen generell und hier auch nach oben kommen. Ne, nach oben geht's normalerweise mal raus. Noch einer. Verflixt. Was ein ätzender Weg zur Stadt. Boah, vor allem als Postbote, das ist bestimmt nervig. Die ganze durch diese Höhle zu latschen. Na, ja, wo wahrscheinlich fliegen sie doch einfach, oder? Warum sollten sie nicht fliegen? Das wäre doch viel einfacher für die. Pampros, Boden und Gestein. Pokémon, glaube ich. Könnte sein. Boden, Gestein. Könnte sein. Ist auf jeden Fall ein kräftiges Pferdchen. Oh nein, Delphi-Man! Da muss ich erstmal wieder ausruhen. Hat zu viel gekämpft. Auch ein Held kann nicht immer kämpfen, immer dabei sein. Na gut, dann habe ich aber hier noch Aquaknarre mit Bellybolt. Nur wahrscheinlich hat das Ding eine Attacke drauf, die sehr effektiv hier mein Bellybolt ist. Und warum setze ich Elektrofeld ein? Das war ziemlich dumm. Ich wollte... Ich wollte Aquaknarre einsetzen. Genau so. Oh, hat aber nicht viel Damage gemacht. So, versuchen wir es nochmal mit Aquaknarre. Vielleicht quitt ich ja aus Versehen. Ja. Ne, war nicht mal ein Quit. Einfach so stark genug. Wonderful. So, aber jetzt ist mein Team ziemlich angeschlagen. Ich hoffe, da oben ist der Ausgang. Also ich sehe da ein bisschen Helligkeit. Maybe ist es da wirklich. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Wenn ich so erschöpft wäre, hätte ich bestimmt gewonnen. Pff. Träum weiter, Kumpel. Hopp. Was bist du denn? Neues Pokémon. Eine fliegende Knospe. Ein Lumispross. Ein Lumispross. Ich rate jetzt mal. Pflanze. Geist?
Sieht so ein bisschen gruselig aus. So könnte ich mir Geist schon vorstellen bei dem Viech. Okay, nee, dann ist es eher Pflanzegift. Ist es eher Pflanzegift, wenn es jetzt sowas hat als Fähigkeit. Ich fang's mal ganz fix ein. Never mind, ist jetzt Finale ein. Und killt sich damit selbst. Wird wohl warten müssen, bis wir herausfinden, was im Typen das Pokémon hat. Schade. Echt schade. Ist aber ein, Bug? Hier ist schon mal der nächste Bug? Ich weiß nicht, was das hier auf dem Boden ist. Das ist ein Dickdries. Aber seht ihr das? Hey! Ach, ich habe ihn rausgeholfen. Ah, wunderbar. Oh, aber jetzt kann ich nicht fliehen. Und der steht übrigens in der Luft, ne? Also, ich weiß nicht. Ich kann ihn nicht anvisieren. Das geht irgendwie nicht. Besser als so kriege ich die Kamera nicht hin. Das ist gerade ein bisschen mies. Aber sieht lustig aus. Ist jetzt da oben oder geht er jetzt wieder rein in den Stein? Nee, ich habe ihn rausgeholfen. Gern geschehen, Reflex. Gern geschehen. Aber Junge, wie viele Bugs dieses Spiel hat, das ist echt unfassbar, muss ich sagen. Und ich glaube, hier geht's raus, oder? Das scheint der Ausgang zu sein. Lass mich mir mal zeigen, warum das Wetter für mich so wichtig ist. Ja, warum ist es denn so wichtig? Hippotherus. Oh nein, das macht das bestimmt so einen Sandsturm hier in der Höhle. Und nein, dann sieht man ja noch weniger. Ja, da kommt auch schon der Sandsturm. Nicht so schön. Typ Boden ist das Ding. Jetzt haben wir auch direkt ein Erdbeben. Aua! Und leider bin ich sehr anfällig dagegen. Not so dead. Ich weiß aber nicht, ob ich noch irgendwas habe gegen das Ding. To be honest. Leider ist mein ganzes Team schwach gegen dieses Hippotherus. Deshalb kann Takokro das einfach schnell hinter sich bringen. Denn wie gesagt, ich möchte heute gerne noch die 7. Arena schaffen, wenn es möglich ist. Ich weiß ja gar nicht, wie lange die Herausforderung, die Prüfung dauert. Tauch den Anwender aus und blockiert alle. Ach komm, braucht nicht. Brauchst jetzt nicht. Ja, der Sandsturm tut leider weh, aber Wolverock war ich natürlich. Ist immer noch hier. Und warum setze ich das ein, wenn er offensichtlich steht, nicht sehr effektiv und. Ah! Moment, habe ich überhaupt jetzt irgendwas gegen das Ding, was noch bei mir lebt? Aber mir ist eigentlich jetzt gerade ziemlich alles gestorben. So ziemlich. Ich könnte mit Farigiraf Doppelstrahl ausprobieren, ob das vielleicht ordentlich und genug Damage macht. Außer stirbt natürlich vorher direkt. Sehr effektiv, ja, war klar. Bam. Okay, das spüre ich mal für euch vor. Bam. Letzter Hit. Wir haben es noch geschafft. Aber jetzt ist mein Team wirklich knapp. Also das ist jetzt wirklich blöd, wenn da jetzt noch ein Trainer käme. Weil ich würde die jetzt ungern machen. Sandsturm ist auch eine Art des Wetters. Wie man sehen will. So, bitte, ist hier der Ausgang. Hier muss der Ausgang sein. Yes, angekommen. Südliche Zone 6. Hier ist noch ein Trainer, aber das ist mir ganz egal, denn ich muss erstmal mich heilen. Woo! Hab ich alle Trainer besiegt? Krieg ich eine Belohnung? Aha. Okay, da hinten der Dude. Da ist der letzte Trainer. Gib mir eine Belohnung. Können wir auch noch machen. Komm. Ich möchte jetzt die Belohnung haben. Wenn ich sowieso weiß, wo der Trainer ist. Dann hole ich jetzt auch meine Belohnung ab. Yeah, 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 yeah. Du, 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 du. Damit meine ich dich. Zieh diese Muckis an. Du kämpfst nur gegen mich. Du kannst nicht nur gegen mich, sondern auch gegen meine hart abtrainierten Muckis. Knattertox. Bitte nicht Knattertox. By the way, was mir gesagt wurde bei Knattertox,
Das wollte ich auch noch mal später sagen, wenn wir Team Stars sind. Aber Kanadox ändert den Typen, je nach welchem Auto es ist. Je nach Auto ändert es den Typen. Deshalb war ich oftmals super duper verwirrt, was für ein Typen das eigentlich hat. Weil ich mir doch ziemlich sicher bin, dass es Stahlgift ist. Was es auch eigentlich ist. Nur halt bei Team Stars nicht. Da ist es halt je nach Team Star Mitglied. Der Typ. So, aber gegen das Normale, das können wir schmelzen. Super easy peasy. Bitte vergifte mich jetzt nicht. Nein, geh schnell down. Denn ich habe keine Lust, nochmal zu heilen. So, vielleicht haben wir die Arena heute nicht. Aber wir lassen zumindest die Prüfung schon mal anfangen. That's all I'm asking. Hä, du hast meine Muggis einfach ignoriert. Ja, ich weiß nicht, was du dir so eingebildet hast bei deinen Muggis. Oh, hier ist Backel. Süß. Und Hypnomova und alles Mögliche. Und hier sind wir in Azarila. Was für hübsche Teller. Okay. Leck mal. Es plätschert. Viel lustiger wäre es aber, wenn sie mit der Attacke Hydropumpe rausschießen würde. What? What you blabbering about? Halten die Händchen? Nee. Sieht ein bisschen so aus. Was Keramik betrifft. Das ist ein großer Ofen, mit dem man Geschirr aus Ton brennen kann. Ton, genau. LOL! Schaut mal hier an der Wand! Das sind einfach die aus Pokémon Rot und Blau. Allgemein Gen 1. Die ganzen Sprites in deinem Pokémon-Menü. Das ist ja mega cool. Und schon wieder das unsichtbare Popmobil. Aber jetzt mal ohne Witz. Das sieht ja richtig cool aus hier. Ist das die Arena? Actually nicht? Oh, vielleicht doch. Vielleicht kämpfen wir drin. Warte, das muss ich mir kurz anschauen von innen. Sind da noch mehr Easter Eggs? Hier. Hier haben wir so ein Pipi, so ein schwimmendes Pokémon halt. Ich guck mal die Bodensachen an am besten. Hier haben wir so ein Rizeros. Hier haben wir Blumenmon. Hier haben wir Rettern. Hier haben wir Tauros. Taubsi. Ein Fossil. Weberak. Pummeluff. Und jetzt repeaten sie sich dann noch. Aber echt, wie cool. So ein Throwback daran. Und ja, hier werden wir kämpfen, Leute. Also da bin ich schon mal sehr gehypt für. Wenn es dann soweit sein wird. Fokusstoß. Not bad, not bad. Definitiv. Okay. Ja, ja. Hui. Platsch. Ich würde so gerne mal reinschauen. Ja, dann geht doch einfach rein. So wie ich jetzt. Tür steht offen. Einfach reingehen. Oder hast du Angst, weil die Arenaleiterin zu schwer sein wird für dich? Oh, Nimila ist hier. Ich habe schon von deinem Sieg gehört. Glückwunsch zum 6. Einladen. Wusstest du, dass nicht mal 10% aller Herausforderer es soweit schaffen? Krass. Aber es überrascht mich kein bisschen, dass du zu dieser talentierten Minderheit gehörst. Danke. Keine Ursache. Im Gegenteil, ich muss mich bei dir bedanken. Also, wie wär's mit einer Aufwärmübung, bevor wir dich an der Arena versuchen? Na los, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Ja, du willst kämpfen mal wieder. Kein Problem. Da können wir ein bisschen leveln. Ja, so gemein bin ich. Dass ich dich nur noch als eine XP-Farm ansehe. Nein, keine Ahnung. Tada! Hier werden wir kämpfen. Oh, nice, hier oben. So sieht das Gelände hier alles aus. Okay, dann weiß ich Bescheid. Man sollte sein Umfeld immer vorher checken, weil sich das nämlich unter anderem auf die Standfestigkeit der Pokémon auswirken kann. Soll ich dich einfach mitgezerrt haben, aber Aufwärmübungen können nie schaden. Also dann mal hier, der Kampf ist das Ziel. Okay. Kampf gegen die Bieler back again. Der dritte, vierte Kampf ungefähr. Mal sehen, mit welchem Können du den 6 Arena-Orden erkämpfen kannst. Oder kämpfen hast. 4 Pokémon nur.
Zumindest sind die aber gut gelevelt. Muss ich dir zulassen. Das muss ich dir lassen. Autsch, das hat vergessen. Das hat gesessen. Dafür werden wir uns avangieren. Ich kann heute echt nicht lesen, ne? Puh. Das ist nicht so gut. Nein, da, 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 da. Rollwende sollte da aber den Job machen. Hoffentlich. Dann Delphi Man. Schnell weg. Bam. Genauso wie Wolverock. Bitte sag mir, ich weiß vorher schon, welches Pokémon sie einsetzt. Nein, leider nicht. Hä? Das ist overlapped? Das sollte eigentlich, glaube ich, nicht so aussehen. Ups. Ach stimmt, das hat ja noch dieses Item, diesen Ei. Ja, den muss ich mal das nächste Mal rausnehmen. Am besten allgemein die Items nicht ein bisschen schaffen. Vielleicht habe ich ja noch Items oder so. Ja, wie sich nach vorne ist, der Titan habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Meinen großen fetten Wal, den ich so gern mag. Mit seinem hübschen Make-up. Whiskagott! Whiskagott! Hat sich entwickelt und so sieht es jetzt aus. Achso, nicht die Weiterentwicklung, ist nur noch die Schnecke im Moment. Das Ding hat nämlich noch eine weitere Weiterentwicklung. Und vor der habe ich ein bisschen Angst. Und warum tippt sich mein Pokémon bei der Attacke? Sieht nicht cool aus. Aua! Das kriegt sie zurück. Noch mehr Body Slams! Ja, bam! Weiß wieder nicht, welchen Typen das hat, deshalb spawn ich einfach Body Slam. Paralyse trifft nämlich. Damit greift trotzdem an, aber. Quittet. Aber jetzt ist es zumindest down. Hat eigentlich jemals in diesem Spiel bisher ein Trainer ein Item benutzt? Oh! Die Frage können wir später stellen. Pamo Mamo, ihr wisst ja noch. Pomi, also Pamo und dann Pamamo und jetzt Pamo Mamo, die letzte Entwicklung mit so einem wirklich richtig bescheuerten Namen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das Ding aussieht. Ich würde sagen, Leute, es ist nicht groß anders. Und das ist auch der Grund, warum ich es nicht ins Team genommen habe, denn es ist sehr enttäuschend. Vielleicht merkt ihr sogar gerade den Unterschied nicht. Und ich würde euch nicht blamen. Der Unterschied ist wirklich minimal. Das ist wirklich eine sehr enttäuschende Dreierreihe mit Pommy und Pommimi. Keine Ahnung, wie heißt das auf Englisch, aber auf jeden Fall Pamo, Pamamo und Pamo Mamo. Jedes Mal, wenn ich diesen Namen von mir gebe, denke ich mir schon, was laber ich da. Aber ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Das war Game Freak. Oder die Übersetzer. Aber auf Englisch ist es genauso kacke. Die gut, im Deutschen ist es noch ein bisschen schlimmer, aber im Englischen war es eh nicht schlimm. So, wir wissen alle, was der letzte Pokémon sein wird. Und können uns angemessen darauf vorbereiten. Und ich brauche noch nicht mal zu Terra Crystallizen. Denn mein Takokro sollte stark genug sein, um das auch alleine so hinzukriegen. Und dann werden wir in der nächsten Folge die Arena machen. Ah, ich liebe diesen Nervenkitzel. Aber der Kampf ist erst vorbei. Wenn er vorbei ist, lol. Maskagato. Magato müsste es eigentlich eher zu meinem Puppe passen. Wegen einem Alligator. Naja. Jetzt geht der Spaß jetzt richtig los. Leuchte, Terra-Kristall. Damit sie überhaupt eine Chance hat. Terra crystallized sie ihre Pokémon. Hat eine süße Blume auf dem Kopf. Oder seine. Ich weiß es nicht. Mach dich auf eine Attacke gefasst, für die wir lange und hart trainiert haben. Blumentrick. Was geht denn da jetzt ab? Hä? Aua! Sehr starke Attacke. Oh, vor allem der Crit. Was? Das killt nicht? Oh, doch. Die Verbrennung killt. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. For real?
finde ich jetzt hier nochmal Blumentrick ein. Okay, ich singe da ein schönes Einschlaflied. Schon wieder Crit, ey. Jetzt geh. Verschwinde. Hab ich sie dann guckt so. Okay. So. Level up. Ich denke, wir sind jetzt bereit für die Arena. Ich wusste es. Du bist genau die Richtige. Tja, dieser Sieg geht an dich. Du bist wirklich immer stärker. Ja, jetzt ist es soweit. Du und deine Puppen haben euch aufgewärmt und seid perfekt vorbereitet. Ja, ein kleines Dankeschön für den Kampf. Top, danke, danke. Bis zum Champ-Rang fehlt nicht mehr viel. Gib bei den letzten zwei Orden nochmal richtig Gas. Ich bringe dich noch schnell zum Empfang zurück. Okay. Ich muss aber trotzdem nochmal kurz heilen gehen. Also ist eigentlich egal, ob mich hier lässt oder nicht. Naja. Dann werden wir in der nächsten Folge... Ah, guck, habe ich schon gesagt. Haut rein. Lasst Like da. Lasst Abo da. Ja.